Hallöchen, Leute! Ich heiße euch willkommen zurück zu einem wundervollen neuen Part von der Binding of Isaac Rebirth. Im letzten Part haben wir einen Random Run mit dem guten Lazarus gemacht und wie ihr vielleicht der Windstreaker erkennt, seht ihr, dass ich, dass ich verloren habe und das ist nicht schön. Deswegen, heute ist Blue Baby dran. Lost! Fucking Lost, geh mir nicht damit auf den Sack. Ich habe schon genug mit dem Blue Baby zu tun. Der Hardcore-Charakter aus dem alten Isaac. Guten Tag, der ist mir schwer genug. Warum auch immer ich dazu guten Tag gesagt habe. Ich benutze guten Tag ja am liebsten immer als dramatische Verabschiedung. Wenn man irgendjemand was in den Kopf wirft und dann sagt, guten Tag, als Verabschiedung. Ist eine klassische deutsche Begrüßung, international anerkannt, aber nein, ich verwende es als Verabschiedung. Ich bin ein bisschen anders als Hollywood und diesen Schaden hätte ich nicht nehmen sollen. Wie geht's euch ansonsten so, liebe Leute? Habt ihr auch eine wundervolle klassische Begrüßung, die ihr als Verabschiedung verwendet? Sag mal, seid ihr jetzt fertig? Und dieser Raum hier, darf ich kurz mal ein paar Worte über den Raum hier verlieren? Er ist Bullshit. Auf einer Skala von Bullshit bis Bullshit ist er das hier. Das. Ein Haufen Kacke, den ich kaputt mache und der mir dabei wehtut. Weil seine Gerüche meine Nase eindringen und das ganz unangenehm ist. Liebes Spiel, weißt du, was eine super coole Sache wäre? Pass mal auf, ich will ja nichts vorschreiben. Aber ich kann ja mal Tipps geben. Pass mal auf, ein Tinted Rock. Wie wär's damit? Ich meine, Hand of Fleiß ist schön und gut, aber... Ich habe ein Herz jetzt noch. Bitte. Oder Judas Shadow im nächsten Goldraum. Da wäre ich auch cool mit, aber ernsthaft. Ja, danke schön. Hilft noch weiter, liebe Spinne. Oh, das ist nicht gut. Das hat nicht gut angefangen, liebe Leute. Das hat absolut nicht gut angefangen. Ich weiß nicht so ganz, was ich davon halten soll. Wir sind im Keller und ich habe noch ein Herz. Und ich konnte meinen Damage oder dergleichen nicht erhöhen. Nicht unbedingt die Situation, in der man sich wiederfinden will. Ja, vielleicht können wir noch was draus machen. Wahrscheinlich nicht, machen wir uns da nichts vor, aber... Vielleicht. Vielleicht haben wir auch ein schönes Item im Geheimraum. Sowas wie... Cursed Eye. Das würde doch die Situation noch ein bisschen verbessern. Ein rotes Herz. Dankeschön. Damit kann ich sehr viel anfangen. Ich brauche ja keinen Zollert oder dergleichen. Nein, ein rotes Herz erfüllt seinen Zweck vollkommen. So, jetzt stelle ich mir die Frage, was mache ich? Möchte ich in den Geheimraum gehen, welcher sehr wahrscheinlich da... Wir gehen in den Geheimraum. Ich habe auch überlegt, ob ich vielleicht in den Shop gehen sollte und da vielleicht Geld rausspringen, damit ich mir vielleicht einen Soulheart kaufen kann, aber... Wir finden stattdessen eine Menge Geld und kaufen uns damit einen Soulheart. Hier ist kein Tinted Rock ausnahmsweise im Geheimraum. Nein? Okay. Wir haben 14 Münzen. Das ist gut, Leute. Das ist gut. Gehen wir in den Shop. Was hast du Schönes für mich? Shit. Oh, der Donate-Tomate ist auch vollkommen leer. Wisst ihr, wie gern ich das Options haben will? Oh, komm schon, wo könnte ich noch eine Münze herbekommen? Ich kann sie nirgendwo herbekommen. Haben wir da noch ein Feuer oder so? Nein, nur den Typen. Oh, gehen wir zum Boss. Oh, wie schön für mich. Special Duke of Lies. Das ist der am wenigsten nervige von allen. Oh, weil wenn ich jetzt schon der Lord of the Flies wäre, dann wäre das absolut kein Problem. Dann würden nämlich seine ganzen Fliegen zu mir gehören und das wäre super. Ich glaube, als Lord of the Flies gegen den Duke of Flies kämpfen, das ist eine sehr angenehme Sache. Ist mir aber leider nicht vergönnt, weil ich nur eins der benötigten drei Fliegen-Items habe. Sofern Halo Flies überhaupt dazu zählt und Entschuldigung. Geht das? Den Abstand halten bitte. Und Dude Yuki? Hör auch mal ein bisschen auf. Oh, komm schon. Dieser Kampf nimmt gerade Formen an, die ich nicht gut finde. Die ich nicht gutheißen kann. Nö, absolut nicht. Okay, alles gut. Nein, überhaupt nicht. Ich muss dem Duke Schaden zufügen. Ach, komm schon. Ist es wieder einer von diesen Runs? Lass es bitte nicht wieder ein von diesen Runs sein. Ich will mal wieder einen coolen Run haben. Ich habe nie coole Runs. Ich will auch mal was Schönes haben. Immer willkommen nur die anderen, das ganze schöne Zeug. Ich will auch was. Duke, du gibst mir ein cooles Item, okay? Magic Mush. Magic Mush, das ist nicht zu viel verlangt, das ist realistisch. Wahrscheinlich wäre Magic Mush hier sogar irgendwo im Pool gewesen, wenn ich es geschafft hätte, der ist Options zu holen. Verdammte Scheiße, der ist Options. Hätte ich das bekommen, hätte ich vielleicht von dem Bosskampf, könnte ich vielleicht die Magic Mush bekommen, wenn ich das geschafft hätte. Und darf ich mal festhalten, dass ich diesen überhaupt nicht langwierigen und nervigen Kampf geschafft habe, ohne Schaden zu nehmen. Dankeschön. Und ich bekomme Little Steven. Gehen wir einfach weiter. Ich kann eh nichts machen.
Okay, machen wir uns nichts vor. Das ist alles jetzt nicht ganz so gut gelaufen, wie es hätte laufen sollen. Ui, ich sehe meine Herzen nicht. Das ist aber tragisch für mich. Ich frage mich, wie viele ich habe. Ach ja, eins. Das heißt, die Berührung mit dem Roten zum Beispiel würde mich vermutlich umbringen. Wir sollten uns fernhalten, liebe Leute. Wir sollten uns fernhalten. Und dann sollten wir darauf hoffen, dass wir irgendwo einen Hierophanten oder einen Balls of Steel Pillar oder irgendwas dergleichen finden. Das wäre ungemein hilfreich. Okay, ich werde sterben. Ich denke, darauf können wir uns einigen. Das ist nicht gut. Goldener Schlüssel. So, will ich hier? Ich will hier ehrlich gesagt nichts. Warum habe ich eine Münze gezahlt, um hier reinzugehen? Ich will nicht mal die alle in die Luft sprengen, weil ich zu wenig Bomben habe für so ein Shit. Ah, okay. Tinted Rock. Tinted Rock wäre un... Okay, wie konnte ich da gerade nicht getroffen werden? Das war glücklich. Tinted Rock, unglaublich wichtig für mich. Bitte. Ich brauche irgendwo einen Petrified Poop. Nein, gar nichts. Gratisbibel. Schlägt the Poop, würde ich sagen. Schlägt the Poop. Den Poopy, Poopy, Poopy. Okay, wir können jetzt alle 6 Räume fliegen. Und Mom bzw. Moms Heart one-hitten. Das ist nicht übel. Ich wurde auch hier wieder nicht getroffen. Das ist ziemlich gut. Wie auch immer ich da nicht getroffen wurde. Ich hinterfrage es nicht. Ich akzeptiere es einfach. Das solltet ihr auch öfter machen, liebe Leute. Nicht hinterfragen, akzeptiert es einfach. Das gilt für so viele Dinge im Leben. Einfach nicht hinterfragen. Wisst ihr was? Ich glaube, das ist es mir wert. Komm schon. Okay, das war's wert, denke ich. Eine Bombe für... Naja, es war es nicht komplett wert. Aber 4 Münzen sind eine gute Ausbeute. Okay. Ich sehe schon, das Itemglück ist auch definitiv auf... Oh, ein Tinted Rock und ich habe meine Bombe verschwendet. Oh, das tut so weh. Oh, warum habe ich die Bombe dafür eingesetzt? Warum habe ich das getan? Oh, da unten ist ein Shop. Der Shop hat doch eine Bombe für mich, oder? Du hast doch eine Bombe für mich. Du hast keine Bombe für mich, aber ein Soul Heart. Ich muss erstmal Soul Heart mitnehmen, um zu überleben. Und dann würde ich lieben gern noch 2 Münzen auftreiben, damit ich mir das Deck of Cards holen kann. Denn das... Oh, fuck, ich werde es nicht mehr zusammenbekommen. Gebt mir eine Bombe, Jungs. Eine Bombe. Es ist so wichtig für mich. Was habe ich eigentlich erwartet? Wir können noch den Boss-Challenge-Raum machen. Allerdings traue ich mich das gerade noch nicht. Denn ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Aber tatsächlich bin ich aktuell nicht so stark und kräftig auf der Brust, wie man sich das wünschen würde. Dafür bekommen wir einen Devil Deal. Und hey, vielleicht ist der Abaddon oder so drin. Also irgendwas, was wir mitnehmen können, ohne zu sterben. Das wäre ziemlich sexy. Ich meine, die Chancen sind... Die sind nicht übermäßig schlecht. Die sind nicht übermäßig gut, aber auch nicht übermäßig schlecht. Sie sind eher gut als schlecht, würde ich sogar sagen. Ja, wisst ihr was? Ich blicke dem Devil Deal optimistisch entgegen. Der könnte gut für uns werden. Der könnte auch natürlich ein Krampus-Fight werden und uns einfach zerstören. Aber der Krampus-Fight hätte auch gute Seiten. Weil der eventuell eine Bombe droppen könnte oder Krampus hat, welcher uns in Zukunft auch sicher weiterhelfen wird. Denn, ob es euch aufgefallen ist oder nicht, wir haben aktuell ein richtig mieses Spacebar-Item. Ja, wirklich. Stirb. Screw. Tears und Shotspeed ab, finde ich gut. Was haben wir hier? Oh. Ja! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es beginnt, Leute. Das Blatt beginnt sich zu wenden. Oh mein Gott, okay. Fassen wir zusammen. Ich habe jetzt noch ein halbes Soul Heart. Das ist natürlich nicht optimal, aber wir haben Dark Bomb bekommen. Oh mein Gott, war das jetzt glücklich. Oh, das war so glücklich. Entschuldigung, Dark Bomb, nimm das Herz mit. Dankeschön. Zahlst du nochmal aus? Oh mein Gott. Und schon hat er sich fast wieder... Schon haben wir alles fast wieder zurückbekommen, was wir vorhin ihm, für ihn gezahlt haben. Das ist super. Wisst ihr was? Die machen wir auf Cricket Set. Es ist kein Cricket Set, aber eine Bombe und Cash. Das heißt, ich kann mir mein Deck of Cards kaufen und ich habe eine Bombe. Und das bedeutet, dieser Flur hier, mein Gott, hat er sich jetzt gut entwickelt. Der Run hat echt mies angefangen, aber langsam. Langsam erkenne ich, dass er irgendwo hingeht. Vorausgesetzt, wir schaffen es irgendwie jetzt, diesen Boss-Challenge-Raum zu überleben, ohne 3 Jahre hier drin zu verbringen. Was natürlich noch in den Sternen steht, ob uns das gelingen wird, aber ich bin mal ein bisschen optimistisch und du stirbst, Monstro. Jetzt kommt Larry, oder? Larry. Okay, nur die alten Larrys. Leider nicht die blauen, die sind mir lieber, denn die geben einen Soul Heart, aber okay. Ich will dankbar sein für das, was ich bekomme und das Spiel hat mir einiges gegeben. Ich meine, da war Dark Bomb und dann habe ich aus der roten Kiste 2 Soul Hearts rausbekommen.
Ah, das macht so viel Pech, dass ich mit den roten Kisten hatte, wieder gut. So viel, das glaubt ihr gar nicht. Oh, fuck. Das war nicht gut, ich glaube, die machen nämlich ein ganzes Herz Schaden. Und ein ganzes Herz ist nicht unbedingt die Menge an Schaden, die ich gerne zu mir nehmen würde. Tatsächlich. So, wir gehen jetzt in den Shop, dann sprengen wir den Tinted Rock weg und dann sind wir super glücklich. Wisst ihr, was das gut ist? Erstmal, wir haben ja noch ein halbes Herz. Was liebliches. So, sprengen wir weg erstmal. Und dann haben wir unten noch zwei Batterien umliegen. Emperor, okay. Ich denke nach über Bob's Brain. Ich denke drüber nach, Leute. Ich denke drüber nach. Erstmal hole ich mir meine zwei Batterien, damit ich mir noch zwei Tarotkarten holen kann. Und dann... Dann denke ich nochmal drüber nach. Ah, Bob's Brain. Ich weiß nicht, ob ich aktuell... Oh, Lovers, sehr schön. Ob ich aktuell in der Situation bin dafür. Emperor oder... Stars. Ich würde sagen, definitiv Emperor. Denn der Emperor, der ist besser. Ja. Ganz offiziell. Jetzt ist raus. Emperor ist besser. Wisst ihr was, Leute? Ich glaube, ich nehme es mit. Einfach, weil wir noch kein wirkliches Damage-Up bisher mitnehmen konnten. Und vielleicht wird Bob's Brain uns den Arsch retten. Vor allem, wenn wir es schaffen, BFF zu finden. Ihr kennt die Geschichte. BFF, Bob's Brain. Oder BFF allgemein. Das hatten wir oft genug. Ich muss euch nicht mehr erklären, warum wir es haben wollen. Zwei Herzen. Und Catacombs XL. Das bedeutet, wir werden hier vermutlich keinen Devil Deal bekommen. Und das ist nicht optimal für uns. Definitiv nicht. Und Gas Options wird auch nicht mehr im Shop verfügbar sein. Kein Bad Trip. Dankeschön. Ja, das ist alles nicht so optimal. So, was haben wir hier? Hallo, meine Guten. Nein! Ah, keinen dummen Schaden nehmen, keinen dummen Schaden nehmen. Fuck, Bob's Brain ist auch wieder da. Fuck! Ja, ja, okay. Da haben wir wieder... Ich hätte Bob's Brain nicht mitnehmen sollen. Bombsar Key. Ist auch nicht hilfreich. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Ich will nicht sterben. Los, Bob's Brain. Yes. Los, Dark Bum. Nimm dir das halbe Herz. Nimm das halbe Herz. Und zahl mit dem Soul Heart aus. Dankeschön. Oh mein Gott, das war knapp. Haben wir sonst noch einen Tinted Rock hier? Nein, selbstverständlich nicht. Okay. Aber ich bin cool mit der Situation, weil ich noch lebe. Auch wenn ich diesen Raum hier am liebsten direkt skippen würde. Aber ich kann nicht. Da ich ihn nicht skippen kann und auch keine Bombe habe, welche mir das eventuell ermöglichen könnte unter Umständen. Kann ich nicht. Einfach nicht möglich. Ist nicht drin. Oh Gott, so. Nee! Ah, stirb. Okay. Okay, ich glaube, wir stellen uns ganz gut an, Leute. Sage ich und werde fast getroffen von Bullshit. Halte dich fern von dem Typen. Der ist das Böse in Person. Und wir bekommen den Schlüssel. Wundervoll. So, oh, Jungs. Also es geht das Gerücht um, dass ihr mir die Kiste freisprengen wollt. Dankeschön. Wie man sieht, hat sich auch dieses Gerücht bewahrheitet. Ah ja, und der kleine Mann lebt doch. Kleiner Mann, du stirbst. Yeah. Oh, ich brauche so dringend einen Damage-Up. Habt ihr gesehen, wie viele Schüsse der kleine Scheißer da gebraucht hat, bis er down gegangen ist? Das ist nicht die Situation, in der man sich wiederfinden will. Absolut nicht. Zwei Treubomben. Auch nicht mein Favorit. Two of Clubs. Vier Bomben. Wisst ihr was? Machen wir. Nehmen Emperor mit. Okay. Soweit scheint es sich langsam wieder zu beruhigen, die ganze Situation hier. Child's Heart wäre natürlich ein unglaublich mächtiges Trinket für mich, aber okay. Auch wenn wir es nicht bekommen. Ich will Child's Heart, bitte. Ich will es bekommen. Ich will nicht drüber nachdenken, was ist, wenn ich es nicht bekomme. Ich will es einfach bekommen. Dann will ich ganz viele rote Herzen finden und dann bin ich ganz, ganz glücklich, okay? Bin ich ein super glücklicher Isaac-Spieler. Du Drecksack, was sollte die Scheiße da gerade? Warum bleibst du stehen, um die Scheiße da abzufeuern? Was soll das? Gut, nimm dies. Dankeschön. Was seht ihr? Bob's Brain war jetzt einmal dafür verantwortlich, dass ich Schaden genommen habe. Ansonsten hat es mir sehr gut weitergeholfen bisher. Deswegen habe ich es mitgenommen, weil es Vorteile hat. Und du, Dark Bomb, nimm die Scheiße mit und zahl mit nichts aus. Oh, Bob's Brain, schnell! Okay. 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 Ich habe über Bob's Brain geredet, dass es mir so sehr geholfen hat und in der nächsten Sekunde... Oh, Mulligan! In der nächsten Sekunde hat es mich fast umgebracht. Okay. Mulligan ist ein gutes Item. Ich will das Ganze hier jetzt nicht versauen. Okay. Wünscht mir Glück, Leute. Okay, die beiden sollten mir... fertig werden.
Will ich jetzt noch einen Run machen? Nicht wirklich. Schauen wir, ob wir noch eine Challenge haben. Wie wär's mit Host? Was auch immer das ist, machen wir die Challenge. Ah, oh Gott. Oh! Oh, wir haben Spider-Bite und Mulligan, glaube ich. Okay. Wir machen eine Challenge, Leute. Hi. Wir machen jetzt eine Challenge. Von Blue Baby Run zur Challenge. Ja. Ich hoffe, die sollte nicht allzu weit gehen. Und ich glaube, es ist eine coole Challenge. Ich meine, wir können Fliegen spawnen. Gott, der andere Run. Oh, der wäre gut geworden, glaube ich, wenn ich nicht gestorben wäre. Aber ich bin gestorben. Deswegen ist es eigentlich egal, was ich dazu noch sage, weil es sowieso vorbei ist. Jetzt weiß ich noch gerne, wie weit ich bei der Challenge hier gehen muss. Ich habe gar keine Ahnung. Ich hätte mich vielleicht mal schlau machen sollen. Ha. So, nur mein Freund, stirbst. Rotes Herz bringt mir leider nichts, denn der Dark Worm, der ist leider von uns gegangen. Er hat zu wenig ausgezahlt, der kleine Dark Worm. Ich vermisse ihn schon jetzt. Naja, was soll's. Kümmern wir uns um die Bösen? Dann denk dran, Mulligan ist Guppy für Arme. Und Guppy für Arme ist wie was Gutes für schlechte Menschen. Boah, ein schwarzes Herz. Yeah. Ich hätte es jetzt noch nicht mitnehmen sollen. Ja, sehe ich ein, Leute, sehe ich ein. Und das ist ein ziemlich fairer XL-Raum für ein Basement. Der ist nämlich nicht komplett überfüllt mit Gegnern und Bullshit. Das ist gut, das weiß ich sehr zu schätzen. So, wollen wir weiter erkunden? Nicht wirklich. Gehen wir zum Boss. Gemini. Hi Gemini, was geht ab? Ich wollte gerade sagen, warum mache ich so viel Schaden? Ich habe ja den Tick. Das bedeutet, wir können kein Trinket mitnehmen. Und Bosse bekommen am Anfang vom Kampf direkt gute, ich glaube ein 8 oder so Schaden. Also gute 12,5%. Oh, das ist fuck. Das ist eine Menge. Halt dich fern, Gemini. Ich will mein schwarzes Herz nicht verlieren. Das brauche ich noch für die nächste Ebene. Ich will nämlich einen Devil Deal. Auch wenn ich keine Itemräume mehr habe, heißt das nicht, dass ich keinen Devil Deal haben kann. Und der wäre sehr wichtig für mich. Deswegen halte Abstand. Gib mir kein Bullshit-Item. Ledge Key. Mein Gott, wann hatten wir denn den zuletzt? Das ist lange her, ist die Antwort auf die Frage. Gehen wir weiter. Ich habe schon 3 Schlüssel. Meine Fresse. Was? Ich muss nur bis nach Marm? Was ist das für ein Schwachsinn? Aber okay. Ich bin nicht der Typ Mensch, der sich beschwert über sowas. Ich bin der Typ Mensch, der sagt, was ist das für ein Schwachsinn? Nein, ich bin froh drüber. Auf dieser Ebene werden wir jetzt einen Devil Deal bekommen und dann bekommen wir irgendein super starkes Item und dann gerät das Ganze vollkommen außer Kontrolle. Dann ist die Challenge schon so gut wie beendet. Dann bekommen wir irgendein drittklassiges Item dafür freigespielt. Hey, da freue ich mich ja schon. Drittklassige Items sind mir immer noch die liebsten Items. Wie du Bescheid bist, lass mich in Ruhe. Dankeschön. So, will ich das Feuer ausmachen? Nicht wirklich. Ich muss noch ein bisschen noch mal, voraussichtlich. Kann natürlich auch sein, dass ich mich täusche, aber ich denke, weiter als bis nach Marm muss ich echt nicht. Ich meine, es würde dann ja angezeigt werden. Nur bis zur Kathedrale wird dann nur bis nach Marms Hart angezeigt, aber ich denke, wenn angezeigt wird, dass ich bis nach Marm muss, dann wird das schon der Wahrheit entsprechen. Was ist das hier eigentlich für eine Challenge? Ich fühle mich nicht gerade gefordert, tatsächlich. Ich meine, ich starte mit Mulligan und Mulligan ist ziemlich super. Geben wir jetzt noch Guppy Set für den Anfang. Und es ist komplett absurd schwer. Vermutlich. Ja. Geh weg. Dankeschön. Und hallo, Würmchen. Okay. Das ging ganz gut. So, haben wir einen Tinted Rock? Nein, haben wir nicht. Gehen wir in den Shop rein. Ich meine, wir haben 5 Schlüssel. Was sollen wir sonst damit machen? Steam Sale? Ja, was soll man? Wir nehmen das mit. Und dann gehen wir wieder. Eventuell versuchen hier noch ein bisschen mehr rauszusprengen. Und wisst ihr, was wir auf jeden Fall versuchen sollten? Wir sollten auf jeden Fall versuchen, an den beiden hier zu spielen. Ah ja, und ich bekomme blaue Spinnen, wenn ich Schaden nehme. Ups. Ist eigentlich egal, was ich zuerst berühre. So, oh, er zahlt 2-mal aus, ein bisschen Poster. Nicht mein Favorit tatsächlich. Aber okay. Ich kann es eh nicht mitnehmen. Das bringt so oder so nichts. Gehen wir zum Boss. Monstro! Du Monstrosität! Mögest du sterben? Ich habe das Gefühl, die Spinnen sind ein bisschen orientierungslos. Beziehungsweise orientierungsloser, als sie im Idealfall sein sollten.
Dann bespinnen. Sagst du zu Monstro? Auch orientierungslos, ja? Verstehe ich. Ich habe auch keine Ahnung, wohin. Absolut keine Ahnung. Und er ist so gut wie down. Er ist down. Wundervoll. Range up. Bullshit. Ach ja, man bekommt ja Herzen von den Bossen. Oh, das ist ja das Item, das das Ganze absurd werden und mich innerhalb von kurzer Zeit schaffen lässt. Dankeschön. Schon fast dran gezweifelt, dass es noch kommt. Na, dann war es auf einmal da. Wir haben den Brimstone, Leute. Das bedeutet im Idealfall, ich weiß nicht, wie er sich auf Mulligan auswirkt, aber es könnte sehr stark werden. Und auch wenn nicht. Ach, komm schon. Wir haben Brimstone. Der Run ist ja sowas von gelaufen. Wenn er nicht schon von Anfang an gelaufen war. Und das freut mich. Und damit kann das noch ein geschmeidiger, relativ kurzer Part werden. Oder ein Part in angemessener Partlänge. Ja. Zaubernd. Ich weiß, ihr seid alle begeistert. Ihr sagt euch, juhu, Junge. Brimstone. Yay. Schon wieder. Brimstone kann man nicht oft genug sehen. Dieses Item ist jedes Mal noch genauso spannend wie am Anfang. Und da muss ich sagen, in der Tat, ja, ihr habt recht. Ich finde Brimstone auch noch genauso spannend wie am Anfang immer. Ja. Wirklich. Nicht wirklich. Nein, ich mag Brimstone. Brimstone ist super. Machen wir uns da mal nichts vor. Jeder würde bei jeder Gelegenheit, die sich bietet, Brimstone mitnehmen. Und diesen Tinted Rock hier nehmen wir natürlich auch mit Vergnügen mit. Ups. Entschuldigung, Arnus Fliegenmann. Wir spawnen echt ja ganz gut viele blaue Fliegen. Erstaunlich. So, dann nehmen wir noch die goldene Kiste mit. Und wir bekommen jetzt Tamiset, habe ich gehört. Nicht 1:1 der Tamiset, den ich mir erhofft hatte. Oh, ich kann die mit Sandy nicht mitnehmen. Lust. Lustige, lustige Lust. Ups, au. Ich bin ein bisschen zu langsam für so einen Kampf. Full Help. Wisst ihr was? Nehmen wir mit. Schon wieder ein Soulheart. Meine Fresse. Wenn man nicht im Hardmode spielt, das macht sich bemerkbar. Da wird ja so viel Scheiße gedroppt. Das ist super. Da kann auch der kleine Dingeling-Ding-Ding-Dong nichts dran ändern. Und hier auch nicht, ja, Doppelfliegen. Oh, fuck. Ja, okay, war nicht gut. Kein gutes Dodging von meiner Seite aus, sehe ich ein. In den Shop würde ich gerne rein, habe aber keinen Schlüssel. Und wisst ihr was? Dafür opfern wir noch eine Bombe. Dafür verzichte ich auch auf den Shop ein einziges Mal. Megamon! Was geht ab, Megamon? Ich bin auch erstaunt, dass ich damals echt Probleme hatte, dem Feuer von dem Typen auszuweichen, also zu Rebirth-Anfangszeiten. Und im Grunde ist es nicht sonderlich schwer, dem Feuer auszuweichen. Aber trotzdem hatte ich Probleme. Blue Cap, wundervoll. Jetzt nehme ich ein Tiers ab und wisst ihr was, das nehmen wir mit. Einfach damit ich fliegen kann, okay. Und ich würde sagen, wir sind wundervoll am Start für alles, was noch auf uns zukommt. Ja, wir müssen scheinbar echt nur bis nach Marm. Hä? Das sind mir die liebsten Challenges. Also allgemein soll es die meisten Challenges eh nur bis nach Marm gehen. Und dieser Raum ist sowieso immer wieder herzallerliebst. Du auch, Specky. Du auch. Oh, Pille. Omsal Key. Nehmen wir mal mit. Scheint mir hilfreicher zu sein als eine volle Health-Pille, in Anbetracht der Tatsache, dass wir keine roten Herzen haben. Und die volle Health-Pille ungefähr gar nichts bringt. Ja. Es geht ab, ihr Torso-Männer. Allerdings muss ich auch sagen, auch wenn es aktuell ganz gut läuft alles, täuscht es nicht drüber hinweg, dass ich ein, zwei Damage-Ups durchaus vertragen könnte. Denn mein Damage ist nicht so, wie er sein sollte. Allerdings wäre ich auch cool damit, wenn wir keine bekommen, einfach weil wir scheiß viele Fliegen haben, Brimstone und wir nur bis nach Marm müssen. Das sind meine Begründungen. Das sind gute Begründungen, wenn ihr mich fragt. Wir sind 1A. Ah, stirb! Seht ihr das? Eine volle Ladung hat nicht gereicht, um den Dingle Junior da aufzutrennen. Beziehungsweise den Mini-Dingle. Ich habe keine Ahnung, wie ich den immer genannt habe. Ist ja auch egal. Auch hier laser ich mich nicht so in dem Ausmaß durch, wie ich das gerne wünschen würde. Ha. Und waren wir schon mal im Shop? Nee, waren wir nicht. Okay. Dann haben wir wohl noch einen Besuch im Shop vor uns. In welchem wir Gerüchten zufolge übrigens nicht auf den Greed treffen werden. Hoffe ich. Na, geh weg. Zombies. Alter. Jungs. Bleib ganz entspannt. Ganz entspannt bleiben. Alles wird gut. Da ist ja der Shop. Hallo, lieber Shop. Ich glaube, ich nehme das Soulheart und gehe wieder.
ist jetzt nicht der interessanteste Shop aller Zeiten, muss ich gestehen. Meine Fresse, so viele Fliegen. Dafür, dass wir Normali gerne haben, ist das echt enorm. Oh Gott. Ja, und hier gegen Mega Fatty sehen wir ganz gut unseren Damage, der nicht so pralle ist. Ich meine, wie gesagt, für Mom reicht's, aber... Oh. Das ist Luft nach oben. Ich glaube, Hivemind würde da einiges dran retten. Aber ein, zwei Damage-Ups würden auch einiges dran retten. Matchbook finde ich auch gut. Nicht wirklich. Finde ich eigentlich überhaupt nicht gut. Ich will deinen Kopf haben, Krampus. Gib mir deinen Kopf. Piraten, jetzt gibst du mir Lamp of Coal in der einen Situation, in der ich ihn nicht haben will. Nein, ich bekomme den Kopf. Wundervoll. Das bedeutet, wir haben jetzt einen mächtigen Brimstone bei uns. Und das ist gut, denn ein mächtiger Brimstone, der macht bei den Gegnern mächtig Ärger. So, was haben wir hier? Dingle Senior. Du Miststück. Hier werde ich fertig. Und mit euch auch. Fucking Poopies. Soul Heart. Gott, das hier ist gerade so ein glücklicher Run. Warum konnte ich beim Blue Baby nicht so einen Run haben? Das wäre super gewesen. Naja, was soll's. Man kann nicht immer Glück haben. Manchmal hat man einfach Pech. So steht es auch schon in der Bibel geschrieben. Da steht, man kann nicht immer Glück haben. Manchmal hat man auch Pech. 1:1. In diesem Wortlaut. Naja. Ich habe die Bibel gelesen. Nicht. Oder nicht mehr als... mir von Religion aus gesagt wurde, dass ich lesen muss für irgendeinen Schwachsinn. Also ein bisschen was. Nicht viel. Gute Nacht, Freunde. Hätten wir es auch geklärt. Ich hätte keinen Schlüssel. Aber ehrlich gesagt kann ich auch ohne Schlüssel leben. Moment, ich hätte einen Schlüssel, dafür müsste ich meine Bomben opfern. Ich weiß nicht, ob ich dafür bereit bin. Ich wollte gerade sagen, hier in dem Raum ist auch ein Tinted Rock. Und tatsächlich ist da einer. Und da ist mein Schlüssel. Das erleichtert einiges. Okay. Wir sind am HP-Maximum. Das ging unerwartet schnell. Das ist nicht Temiset, wie ich mit Entsetzen feststellen musste. Na gut. Gehen wir einfach zum Boss und heulen Krampus Head rein. Oh, du verdammte Maske. Erstmal mache ich dein Herz weg. Zuerst muss dein Herz sterben. Dann du. Liebes Herz. Das war ein guter Einsatz von Krampus Head. Und... ist das Country from Below? Missing Page 2. Ja, Missing Page 2 ist das mit dem bisschen Blut dran. Das wurde mir... wird mir in letzter Zeit immer öfter erklärt, wie man Missing Page erkennt. Und ich dachte mir gerade eben schon, dass es Missing Page ist. Ich glaube, ich kann es langsam erkennen, Leute. Das ist mit ein bisschen Blut dran, Missing Page. Und das mit wenig Blut dran, beziehungsweise gar keinem Blut dran. Das ist sowas von Country from Below. Und wir haben gerade eben zum ersten Mal seit unfassbar vielen Ebenen wieder Schaden genommen. Oh nein, oh, you are Water Wizard. Die schlimmste Pille von allen. Soll ich nur tun? Ah ja, ich mache einfach so weiter wie zuvor. Weil es überhaupt nichts ändert für uns. Aber ernsthaft, der Schaden ist nicht gut. Können die Monstros hier oben eigentlich irgendwie... Ja, der Bullshit von denen geht da hoch. Was ist das hier für ein Gebiet? Wer hat das gemacht? Mann, da muss jemand sehr stolz auf seinen Steintool gewesen sein. Wenn hier jetzt kein Tinted Rock ist, dann... weiß ich auch nicht mehr weiter. Ich meine, komm schon. Statistisch gesehen... sollte die Chance, dass hier ein Tinted Rock ist, doch relativ groß sein. Ich bin mir sicher, da ist mindestens ein Crawl Space oder so. Und auch wenn nicht, dann kann ich nichts daran ändern und es ist mir dann doch irgendwie egal. Ihr kennt das Prinzip. So, Mutter, wo versteckst du dich eigentlich? Mit dir würde ich mal gerne ein, zwei Worte wechseln. Hier versteckst du dich also nicht. Okay. Dann können wir das schon mal ausschließen. Und hier ist ein Tinted Rock. Small Rock, bitte. Das ist kein Small Rock. Wie ich ebenfalls wieder mit Entsetzen feststellen musste. So, was haben wir denn? Na, wir gehen einfach mal nach links. Mann, das ist echt ein schneller Run. Aber ihr wisst ja, was man über den frühen Brimstone sagt. Der frühe Brimstone fängt den Wurm. Was in dem Fall bedeutet, dass er den Pin fängt, aber ihr versteht schon. Ich hätte gern Dry Baby, bitte. Das ist kein Dry Baby, wie ich mit Entsetzen feststellen musste. Und Chub ist kein Fan von Rauch.
Hm, da ist der Greed. Hallo, Greed. Warum fügst du mir Schaden zu, Greed? Bin ich nicht cool, Alter? Bin ich nicht cool? Ich könnte das Geld mitnehmen, ich könnte auch einfach weitergehen. So, ich denke, Mom kann jetzt nicht mal allzu weit entfernt sein. Mein Ernsthaft. Wo ist sie? Da. Ha, ich wusste es. Ich wusste es. Dieser Raum riecht geradezu nach Mutter. Okay. Nicht so viel spawnen, meine Freunde, nicht so viel spawnen. Noch mehr Bombs als die. Wundervoll. Hi, Mutter. Au. Okay. Sie hat mich hardcore aus der Schussbahn rausgehauen, aber das ist okay. Denn dafür haben wir kein einziges Damage-Up in dem Run bekommen, kann das sein gerade? Ich meine, das ist echt nicht viel. Wir können den Boss-Rush machen. Was wäre denn da drin? Das ist mein lieber Triple-Shot. Yeah. Ist ja, man muss Prioritäten setzen und wenn das Spiel euch Brimstone und Triple Shot gibt, dann macht ihr das einfach mal, weil ihr damit schon allein, auch mit Mulligan, wie es aussieht, ziemlich viele Fliegen spawnt. Oh, und das ist ein Special Boss Rush, der uns aber unfassbar viele Herzen geben wird, weil wir nicht im Hardmode sind. Meine Fresse, das ist kein super solider Damage hier, auch wenn er verdreifacht wurde. Könnte ja vielleicht auch daran liegen, dass es eine Special-Version von dem Gegner ist. Und ich lade auch nicht übermäßig schnell auf. Das sind alle so kleine Nachteile. Und hey Leute, ich habe euch so gerne, dass ich extra für euch jetzt noch den Boss-Rush gemacht habe, damit der Part noch nicht so schnell zu Ende ist. Ist es nicht bezaubernd? Ich muss sagen, ich habe nach erstaunlich vielen Challenges bisher schon den Boss-Rush gemacht. Alter, zwei Soul Hearts. Das finde ich sozial von ihm. Und fuck. Und damit die Kleinen. Wundervoll. Ey, warum lebt ihr noch? Okay. Immer schön sterben. Denkt dran. Oh, ich finde super, wenn Mulligan so viele Fliegen auf einmal spawnt. Passiert irgendwie nicht so oft, wie ich mir es wünschen würde. Aber wenn es passiert, dann ist es super. Blaue Lerys. Das sind die schlimmsten aller Lerys. Die blauen. Nicht wirklich, sind die besten von den Lerys. Nein, 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 nein. Wir reden hier von mehreren Lerys, Leute. Nicht falsch verstehen. Von den einzelnen Lerys, ganz klar, der lange Lery. Aber der zählt ja nicht zu den Lerys, das ist ja der Lery. Steht hier, deswegen zählt er da nicht dazu. Ich meine, der lange Lery, der ist allen überlegen. Da müssen wir nichts erzählen. Wir müssen uns keine Gedanken drüber machen. Wir müssen nicht drüber diskutieren oder dergleichen. Das ist ein Fakt. Ein krasser Fakt. So, Gertie. Ich muss sagen, bei allen anderen Gegnern habe ich mich jetzt relativ schwach gefühlt, aber bei der Spawner-Girl, die welche eigentlich noch mehr tanky ist, glaube ich, habe ich mich jetzt relativ stark gefühlt. Kein Brimstone, lieber Monstro 2. Warum sage ich kein Brimstone, wenn du es dann doch machst? So tanky, die Gegner. So tanky, meine Aufladezeit so lang. So lang. Oh, nur noch Gish lebt. Komm her, Gish. Bam. So, wen haben wir als nächstes? Pen und... ja. Pen und Pink Widow. Die männlichste von allen Widow-Varianten. Nein, es kann, glaube ich, gar keine männliche Widow geben. Das würde, glaube ich, keinen Sinn machen. Ja. Ist Widow auch das Wort für Witwer? Oder nur für die Witwe? Das muss man dafür natürlich wissen. Das weiß ich gerade nicht. Ah, Bloat. Hi, Bloat. Auch kein Brimstone zur Seite, du Arschloch. Ich habe gerade gesagt, du sollst es nicht machen. Warum machst du es trotzdem? Ich muss so unverschämt lange aufladen. Ah ja, Mask of Infamy. Ich glaube, wir haben schon miteinander gesprochen. Aber schön, dass wir es nochmal geklärt konnten. Der gibt einen Soul Heart, der Blaue. Der blaue Freund Infamy, der gibt uns ja sowas von ein Soul Heart, falls er irgendwann sterben sollte. Und vorletzte Welle. Death und War. Der Tod und der Krieg, beide vereint. Wie Meerjungfrau Mann und Blaubaschbube. Der Kellerwelt. So sind die beiden. Und nicht anders, das ist eine perfekte Metapher. Inwiefern es überhaupt eine Metapher war.
Das war mehr ein Vergleich. Naja, wie auch immer. Haltet euch fern von mir, Fallen. Haltet euch fern von mir. Schaltet ihr euch gerade alle gegenseitig mit eurem Brimstone? Idioten. Holy Water. Das war's wert. Nein, ernsthaft. Wir haben Inner Eye bekommen. Also Triple Shot und oh, Tech Point 5. Jetzt haben wir es endlich frei. Das ist ein super Item. Ich freue mich schon darauf, wenn wir es finden. Ja, und das war ein schlechter Run und ein durchaus solider Run. Ja, ein üblicher Tag in der Binding of Isaac Rebirth. Gute Nacht!